Hallo von den Medientagen München 2022. Mein Name ist Simon Fischer. Klimakrise, Corona-Krise und jetzt kommt auch noch die Energiekrise dazu. Krise, Krise, Krise. Und die Marketingabteilungen, die wollen und müssen natürlich auch darauf reagieren. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Matthias Storath, CCO von Heimat Berlin. Hallo Herr Storath. Hallo Simon, servus. Wie wichtig oder essentiell ist denn eigentlich gelungenes Marketing für Firmen in Krisenzeiten? Marketing ist immer wichtig, aber in Krisenzeiten besonders wichtig tatsächlich. Vor allem in Deutschland. Deutschland hat fantastische Unternehmen, die seit Jahren unterbewertet sind, ob das an der Börse ist oder insgesamt, weil wir natürlich ein Ingenieursland sind und kein Marketingland. Also generell sollte man mehr in Marketing investieren, Marketing mutiger betreiben und Marketing wichtiger nehmen. So, in der Krise ist es umso wichtiger, weil tatsächlich, also in der Krise passiert immer Folgendes. Man hat eine langfristige Marketingstrategie, Markenstrategie, Unternehmensstrategie. In der Krise schrumpft der Horizont, der Planungshorizont von 10 Jahren auf 10 Monate, 3 Monate. Also es geht am Ende vor allem dann um Cost-Cutting, um Produktwerbung, Preiswerbung etc. Aber die langfristigen Markenziele verliert man aus den Augen. Und deshalb, wenn man es richtig betreibt, dann ist die Krise insofern die Chance, dass man sagt, nee, ich reagiere da jetzt überhaupt nicht drauf, sondern ich behalte meine strategischen Ziele im Auge. Was vor allem viele Menschen gerade jetzt beschäftigt, ist die Energiekrise. Gas wird immer teurer, viele Lebensmittelpreise werden immer teurer, immer weniger Geld bleibt deshalb auch übrig. Vor welchen Herausforderungen stehen denn Marken gerade in diesen Zeiten? Naja, Inflation, Lebensmittel werden teurer, alles wird teurer. Das ist natürlich ein Problem. Die Antwort kann aber nicht sein, dass man eine Preiskommunikation macht für eine Marke. Die Antwort muss sein, dass man seiner Marke treu bleibt und Markenkommunikation macht. So. Die Herausforderung ist eben die große. Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist eigentlich ganz einfach, seinen langfristigen strategischen Zielen treu zu bleiben und weiterzumachen. Und das ist aber wahnsinnig schwierig, weil es so einfach ist. Sie halten die Preiskommunikation nicht für sinnvoll. Warum genau? Also Preiskommunikation muss man machen in bestimmten Bereichen von bestimmten Marken. Keine Frage. Aber was man tatsächlich in den letzten 5 Monaten schon bemerkt hat, ein Überhang von Preiskommunikation. Also das heißt Kommunikation, die sehr unemotional ist, die vor allem keine Differenzierung schafft. Also sie schafft für die Marke keine Differenzierung, weil am Ende ist eine Preiskommunikation zu sagen, ah, wir sind günstig. Das machen zum Beispiel alle, ich glaube, alle Lebensmittel-Retailer haben das gemacht. Das ist kurzfristig erfolgreich, langfristig schwierig. Kann man es schaffen, da vielleicht irgendeinen Mittelweg zu wählen, trotzdem Preiskommunikation zu betreiben und trotzdem immer noch an Inhalten festzuhalten? Nun, da muss ich mal Bullshit-Bingo. In der Krise und in der Not ist der Mittelweg der Tod. Mittelweg ist schwierig. Also Preiskommunikation ist in vielen Kategorien Hygienefaktor und den müssen Sie immer machen. Nur wenn Sie die langfristige Markenstrategie und die Markenkommunikation opfern, also Investments runterfahren, die Preiskommunikation hochfahren, dann wird sich das irgendwann rächen oder jedenfalls nicht so auszahlen, wie Sie sich das vorstellen, weil es eben kurzfristig gedacht ist. Wie schwer ist es denn dann in diesen Krisenmonaten oder Krisenzeiten in Kampagnen, die man für Marken kreiert, den richtigen Ton zu treffen? Schwierig. Also es gibt natürlich unverfängliche Produkte. Wenn Sie eine Banane bewerben wollen, da ist relativ wenig Energiekrise drin, da ist relativ wenig andere Dinge. Gut, dann kann man auch schon wieder Frage stellen, müssen Bananen aus einem anderen Kontinent hier eingeflogen werden, dann ist die Umweltfrage etc. pp. Aber insgesamt muss man da nicht besonders sensibel sein. Wenn Sie im Bereich Energie unterwegs sind, in ganz vielen anderen Bereichen, dann muss man sich die Frage stellen, was macht man jetzt oder macht man überhaupt etwas? Und wenn ja, wie? Und da den Ton zu treffen, ist deutlich schwieriger. Was kann denn passieren, wenn einem genau das misslingt? Also
So wie die Krise normal geworden ist, ist natürlich auch der Shitstorm normal geworden. Es kann bis zum Shitstorm kommen, es kann ein paar Leuten unangenehm aufstoßen. In der Regel ist das nach 4 Wochen aber auch wieder vergessen. Kann man die Marken dabei auch irgendwie unterstützen, aus dem Shitstorm wieder rauszukommen? Oder wie wäscht man solche Marken denn dann vielleicht wieder rein? Schwierig. Also wenn man erstmal im Shitstorm, also erstens, wenn man agiert vor dem Hintergrund, ich möchte einen Shitstorm vermeiden, dann wird man immer viel zu defensiv sein. Das ist immer schwierig, da wird man einfach immer nur Marktstandards replikieren und wird nie ein, wie nennt sich, Competitive Advantage generieren durch Kommunikation. Also, Shitstorms happens. Wegen Shitstörmchen, wegen kleinen Dingen, manchmal größere und gerechtfertigtere. Aus einem Shitstorm rauszukommen, ist wahnsinnig schwierig. Man kann, also ich habe selten erlebt, dass man wirklich rausgekommen wäre. Was mich zum Schluss noch interessieren würde, wenn wir jetzt vor allem mal einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, vor allem in den nächsten Monaten, vor welchen Herausforderungen stehen denn die Marken da genau? Na die, ich habe es glaube ich schon 3-4 Mal gesagt, die Herausforderung schlechthin ist, die langfristige Markenstrategie weiterzuführen. Es ist wahnsinnig einfach und simpel, aber es ist wahnsinnig schwierig. Genauso wie jeder eigentlich auch weiß, dass Rezessionen die Zeit sind zu investieren und es trotzdem kaum jemand macht. Preiskommunikation alleine kann also nicht alleine der Weg sein in die Zukunft. Viel wichtiger ist es für Marken, in Krisenzeiten Mut zu zeigen und die Botschaft der Marken weiterhin zu transportieren und am Ball zu bleiben. Vielen Dank, Matthias Storath. Vielen Dank.